Dann herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem 3:0 der SV Elversberg gegen den SV Spielberg am 30. Spieltag der Regionalliga Südwest. Ich begrüße auch ganz herzlich die beiden Trainer Hartmut Kaufmann aus Spielberg und unseren Cheftrainer Michael Wiesinger. Hallo. Und wie immer gehen die ersten Worte an die Gäste. Herr Kaufmann, was sagen Sie zu dem Spiel heute? Ja, Glückwunsch erstmal an Elversberg, an den Sieg. Ich denke mal, dass das einfach heute über die 90 Minuten Qualität auf dem Platz war, auch irgendwo dem Wille und auch der Situation, wo Elversberg steht, gerecht war, dass sie uns nicht zum Entfallen kommen lassen, dass sie uns ins Spiel kommen lassen, dass sie ihr Spiel durchgedrückt haben. Ich habe noch ein bisschen darauf hingewiesen, so auf diese Schnittstelle-Bälle. Prompt geht es dann gleich mit der Elfmeter-Entscheidung. Geht Elversberg 1:0 in Führung, da wird es natürlich schwierig, da ein bisschen was zu machen. Und dann haben wir uns nicht gut verhalten auf der rechten Seite, oder besser gesagt auf unserer linken Seite im Abwerfbund. Da waren wir zu weit weggestanden, dass die Flanke überhaupt, das wollte ich eigentlich nicht, dass man den Stürmer mit so hohen Bälle bespielt. Das haben wir nicht verteidigt bekommen. Okay, gut, das ist halt so. Zweite Halbzeit waren wir gut im Spiel, haben wir gute Sequenzen, Passkombinationen drin gehabt. Auch weil vielleicht Elversberg so ein bisschen wegen Mittwoch ein bisschen das Tempo vielleicht rausgenommen hat, da nicht so diese enge an uns stehe. Nichtsdestotrotz haben wir da ein, zwei Aktionen gehabt, wo wir in die Tiefe gespielt haben. Aber da kam so diese individuelle Klasse, gerade vom Leon Andro durch, der das richtig ruhig und sachlich abgeklärt hat. Das haben wir dann hinbekommen und dann in unserer Spieleröffnung einen Fehler gemacht. Der wurde dann eiskalt ausgenutzt mit dem 3:0 und dann, ich denke mal, dann war die Sache geklärt. Nochmal Glückwunsch an Elversberg, viel Erfolg am Mittwoch im Pokal. Für uns, denke ich mal, haben wir uns gut präsentiert, auch wenn das Ergebnis jetzt nicht so ist. Ich sage trotzdem, dass wir einen guten, anständigen Fußball gespielt haben. Und wie gesagt, Glückwunsch an Elversberg. Vielen Dank. Michael, wie sieht dein Fazit heute aus? Ja, ich bin natürlich sehr zufrieden. Also ich wusste schon, was heute auf uns zukommt. Ein Gegner, der in der Tabelle weit unten steht, aber immer versucht, auch fußballerisch die Dinge zu lösen. Das gefällt mir an der Mannschaft auch ganz gut. Das ist auch unsere Beobachtungsmannschaft jede Woche, wo wir natürlich immer viel Videosequenzen auch von Spielberg gesehen haben. Deswegen wussten wir schon, dass wir heute aufpassen müssen, dass wir sehr konzentriert sein müssen. Das hat meine Mannschaft sehr gut umgesetzt. Sie hat einen Plan gut umgesetzt, ja, Spielaufbau, Tempo hochgehalten. Sich dann aber nach dem 2:0 ein bisschen zurückgenommen. Ja, Gründe dafür zu suchen, da halte ich mich jetzt momentan nicht lange damit auf. Ja, die Saison ist so, dass wir in der Endphase sind, die Mannschaft ganz genau weiß, so ein Spiel wie heute musst du ziehen, ja, dass man letztendlich dann vielleicht das eine oder andere noch nachlegen kann. Okay, kann man sich drüber streiten, aber im Grunde war es ein klasse Auftritt wieder hier zu Hause. Ja, gegen einen Gegner, der nie aufgibt, der immer wieder auch gerne in die Tiefe geht, gerade mit der Nummer 9, mit der Nummer 4. Ja, da musst du schon aufpassen und das haben wir heute gut gemacht. Wir waren sehr konzentriert, ja, wir hatten eine gute Ausstrahlung auf dem Platz, zumindest über weite Strecken. Und die Mannschaft hat ganz klar dokumentiert, was sie erreichen will. Und das ist am Ende des Tages einer von den ersten beiden Plätzen. So stelle ich mir das vor. Unabhängig vom Spieltag heute, ja, von den Ergebnissen, glaube ich, tun wir gut daran, auf uns zu gucken, ja, uns weiterzuentwickeln. Unser Spiel weiter zu formen, noch besser zu machen, vielleicht noch galliger zu sein. Und dann bin ich auch sehr zuversichtlich. Dem Gegner wünsche ich natürlich auch alles Gute, ja, für die restlichen Spiele. Wie gesagt, ich mag die Mannschaft, weil sie versucht, Fußball zu spielen. Ja, wir haben schon heute ein bisschen spekuliert, mal ein paar Bälle zu klauen. Das haben wir erste Halbzeit auch geschafft, konnten es nicht zu Ende spielen. Kleiner Kritikpunkt meinerseits noch, aber ja, im Großen und Ganzen, ja, Punkt, Spiel abhaken. Ab Montag jetzt im Pokalmodus gehen. Bis jetzt bin ich nicht im Pokalmodus, muss ich auch zugeben. Auch wenn es hier natürlich schon ein großes Event wird am Mittwoch. Ich muss erst noch auf Fahrt kommen, meine Mannschaft auch, weil wir einfach auch andere Ziele haben. Und das ist momentan die Kunst, dass wir den Schalter da umkriegen, aber den werden wir hinkriegen. Und wir werden am Mittwoch versuchen, uns teuer zu verkaufen und in die erste Hauptrunde einzuziehen. Danke. Vielen Dank. Gibt es noch weitere Fragen? Hier haben wir noch ein Mikro bereit liegen.
Ja, Wiesinger, Sie haben es schon angesprochen, die anderen Ergebnisse sind relativ gut für euch verlaufen. Trier hat verloren. Zwei Fragen. Die erste, waren Sie permanent über das Ergebnis in Trier informiert oder haben Sie es erst nach dem Spiel mitbekommen? Und die zweite, denken Sie, das war schon eine kleine Vorentscheidung zugunsten Ihrer Mannschaft? Erste Frage, ich habe es nicht mitbekommen. Ich möchte es ehrlich gesagt auch nicht wissen, weil ich glaube, dass wir einfach gut beraten sind. Und das, die Denkweise möchte ich hier auch nicht. Ja, das ist mir auch hier zu viel, immer zu gucken, was die anderen machen. Das war schon am Anfang der Saison das Problem, das ich hier hatte. Ja, lasst uns auf uns gucken. Ja, wir können nicht immer von Qualität sprechen, die wir haben, sondern da müssen wir die Qualität auch jetzt im richtigen Moment auf den Platz bringen. Zweite Frage war nochmal. Ich habe das angesichts des jetzt vergrößerten Vorsprungs schon eine Vorentscheidung zugunsten Ihrer Mannschaft war? Nein, natürlich nicht. Also ich bin ja schon... Ich kann meine Mannschaft gut einschätzen und ich weiß auch sehr wohl, warum wir momentan genau die Punktezahl haben, die wir haben. Und ja, es gibt auch Gründe dafür, warum wir vielleicht noch nicht mehr Distanz uns erarbeitet haben. Und das muss man einfach realistisch sehen. Ja. Wir haben dann entscheidende Punkte auch liegen lassen. Und es wird ein harter Fight bis zum Ende der Saison, da bin ich mir ganz sicher. Und ja, wer anders denkt, zumindest in meinem internen Kreis, der macht einen großen Fehler. Und das wird auch nicht passieren, weil dafür werde ich sorgen. Mal noch eine Frage, ja. Ja, auch wenn Sie nicht im Pokalmodus sind, muss ich trotzdem fragen, oder ich frage halt einfach mal, Sie haben auch Tunic ausgewechselt, so kann man da auch schon sagen, bei 2-0 Führung, gut, kommen noch mehrere andere Spiele hinterher, da kann man dann auch mal eine halbe Stunde Pause gönnen, oder hat er das andere Gründe gehabt? Nein. Hatte keine andere Gründe gehabt. Nein, wenn ich nicht im Pokalmodus bin, dann kann ich ja nicht sagen, ich wechsle ein Spiel aus. Ich habe ausgewechselt, weil Mio nicht mehr so gut gegen den Ball gearbeitet hat. Und das war der Grund. Und alles andere, Pokal hin oder her, wie gesagt, ich fahre jetzt erstmal nach Hause, morgen ist frei, Montag treffen wir uns wieder Nachmittag und dann gehen wir auf, dann bringen wir die Stimmung rein, die wir brauchen. Wie gesagt, und es, wir haben zwei Zielsetzungen. Ja? Wir sind nicht Homburg. Homburg kann sich fixieren, wir nicht. Aber trotzdem werden wir am Mittwoch einen harten Fight liefern und ich glaube auch, dass wir das am Mittwoch schaffen werden. Da bin ich sehr, sehr felsenfest davon überzeugt. Ja. Gibt es noch weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann komme ich noch kurz zu den bereits angesprochenen restlichen Ergebnissen von diesem Spieltag. Bereits gestern Abend haben gespielt Kaiserslautern 2 gegen Saarbrücken 0-1, Hoffenheim 2 gegen Steinbach 0-1 und Waldhof Mannheim gegen Wormatia Worms 2-3. Und die weiteren Ergebnisse von heute: Balinger SC gegen Homburg 1-3, Eintracht Trier gegen Freiburg 2 1-2, Neckar Elz gegen Kickers Offenbach 0-3 und Astoria Waldorf gegen Hessen Kassel 0-2. Das Ergebnis von Sahne 5 gegen Pirmasens liegt mir aktuell noch nicht vor. Dann vielen Dank fürs Kommen und wünsche ich noch einen guten Nachmittag und Ihnen und Ihrer Mannschaft auch eine angenehme Heimreise. Dankeschön. Ja.